werfen wir einen Blick ins Innerste des menschlichen Maschinenraums. Ein Muskel setzt sich aus vielen Muskelfaserbündeln zusammen. Die einzelnen Muskelfasern wiederum sind in Muskelzellen unterteilt. In ihnen steckt das eigentliche Kraftwerk. Biochemisch gesteuert hakt sich das gelbe Myosin, ein Eiweißmolekül, am sogenannten Aktinfaden ein und zieht ihn heran. Die Muskelzelle verkürzt sich. Unter Mikroskop sieht man, wie sie arbeitet. Aus der Verkürzung vieler Zellen entfaltet der Muskel seine Kraft. Wenn die Myosinköpfchen das Signal bekommen, loszulassen, entspannt sich der Muskel wieder. So läuft das in allen Muskelzellen und in jeder Muskelfaser ab. Gemeinsam sind wir stark. Das gilt auch hier. Denn durch das Zusammenwirken zehntausender Einzelzellen entfaltet der Muskel seine volle Power.